Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GGI. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren beim letzten Mal tatsächlich in der Mission 11 angekommen. Genau, ein etwas anderer Startscreen mal. Aber ja, ich möchte einfach mal was ausprobieren hier, ne, dass ich da mal ein bisschen was Abwechslung reinbringe und... ja, liebe Leute, Mission 11, wir sind in Griechenland. Und da würde ich sagen, genau Leute, starten wir einfach mal. Haben wir hier noch so ein paar Daten. Bevölkerung 10 Mille, Fläche 131. Das sind doch interessante Informationen. Hauptstadt Athen. Bruttoinlandsprodukt 77 Milliarden Dollar. Militärische Stärke freies Heer. Das hat man doch bis jetzt so gar nicht mitgekriegt, diese Info. Ganz ehrlich. Aha, der Einsatz hat sich erhöht. Der Kontakt mit unserem Agenten, Codename Delphi, brach mitten in der Übertragung ab, gerade als er uns die Lage von Kanes Labor mitteilen wollte. Er experimentiert mit Tiberium. Injiziert das Teufelszeug sogar Menschen. Delphi kennt außerdem Routen und Zeitplan für den streng geheimen Konvoi, den Kane nach Bosnien schicken will. Nach ihrer Landung an diesem Strand kämpfen sie sich durch die Nordwachen und suchen Delphi, wenn er noch leben sollte, sichern Sie die Informationen. Ende und aus. Jep. Leute, ganz genau. Ganz genau. Ja. Wir sollen... Wartet mal, Leute, die Musik ist mir gerade ein bisschen zu laut. ja, Leute, ich habe auch mit der Lautstärke ein bisschen rumgespielt. Weil es doch extrem krass scheiße war, dass ich da diese Soundprobleme hatte beim letzten Mal. So, mach diesen Gummipanzer platt. Durch die Türme muss ich, glaube ich, nicht durch. So, Leute. Wie gesagt, ich habe jetzt die Soundeinstellung geändert, sodass ihr jetzt keine doppelten Sounds mehr haben solltet. Nur mein Sound ist gerade ein bisschen kacke. Aber, das sollte nicht so schlimm sein. Wartet mal. Ich glaube, da müssen wir hier... Genau, Leute, ihr seht, das ist eine richtige Scheißmission, Leute. Mit dem MBF und 6 Grenadieren hier durch diese ganzen Türme, ey. Das ist... eine krasse Mission. Aber... Leute, kriegen wir schon hin hier. Ja, was ich gemacht habe bei der ganzen Sache, kann ich euch sagen jetzt gerade mal, bei dem Sound, weil wir hier jetzt gar nicht im... Ich glaube, hier sollen wir uns aufbauen, oder? Hier sollen wir uns, glaube ich, aufbauen, war das gedacht, ja. Aber... Ich glaube, ich muss hier schnell sein, oder? Wartet mal, das speichere ich mal. Mission 11 GGI. Ich kann es euch sagen, was ich gemacht habe. Ich habe sämtliche Einstellungen versucht. Ich habe die Soundtreiber neu installiert. Ich habe das Soundgerät deinstalliert. Ich habe alles getan, was ging, um den Sound irgendwie hinzukriegen. Aber er war immer noch doppelt. Und ja, bis ich am Ende dann zu dem Entschluss gekommen bin, dass... was soll ich sagen? ich habe jetzt quasi festgestellt, dass der Sound der eigene Spielsound von meinem Kopfhörer war. Und deshalb kam dieser doppelte Sound zustande. Ja. Ihr seht das, ne? Der kommt da angeschissen wieder. Die Probleme konnte ich jetzt aber lösen, indem ich einfach mir einen Kopfhörer genommen habe, den in meine vordere Soundbuchse eingesteckt habe im Rechner und jetzt den Sound über die Kopfhörer am Laufen habe. Ja, ich habe jetzt quasi Kopfhörer im Kopfhörer. Das ist total bescheuert, ich weiß, aber irgendwie muss man sich ja hier helfen erstmal, ne? Ich weiß, das ist nicht gerade professionell und in diesem Jahr kommt ja auch ein neuer Rechner und alles. Aber das ist schon, ja, kacke, wenn man diese Soundprobleme hat. Aber
Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft. Ich habe jetzt halt nur einen scheiß Sound auf dem Kopfhörer. Aber... Oh nein, Leute. Nein, 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 nein. Hört auf, hört auf. Das ist ein Penner. Das ist so ein Penner. Jetzt kommt er nämlich hier angeschissen. Schaut euch das mal an. So. Ja, schaut euch das an. Das muss ich laden, tatsächlich. Noch keine Waffenfabrik bauen, Leute. Und, ja, wie gesagt, ich habe übel schlechten Sound gerade auf meinem Kopfhörer. Aber ihr habt dafür guten Sound. Und das ist doch wichtiger, Leute. Den Bass, den muss ich nicht unbedingt haben. Wirklich nicht. Ich meine, doch, spielen mit vollem Bass ist geil, keine Frage. Aber jetzt nicht als Let's Player, nicht unbedingt lebensnotwendig. So, der Sammler, da kann man da hinten hingehen. So, wie mache ich das denn jetzt hier am besten? Möglichst flott diese Türme aufzubauen. Hier, Sammler, komm da. Und ja, da kommen die Raketenwerfer. So, und direkt einen Turm bauen und direkt noch einen Turm bauen. Da sind die. Da sind die Typen. So, Leute, dann würde ich... Ah, fuck. Okay, lieber nicht. Ich würd sagen, da können wir da ja mal erkunden. Und... Ja. Liebe Leute, dann geht's mal weiter hier. GTI Mission 11. Es ist Sonntagabend, Leute. Ich habe jetzt ungefähr seit 10 Tagen nicht mehr vernünftig Let's Played. ja. Das ist schon eine Nummer gewesen in der letzten Woche. Da hatten wir auch viel zu tun und alles. Ja. Wehe, du Sch... Was war das denn? Och, Leute, ihr seid doch blöd, seid ihr doch, ey. Habt ihr euch da gegenseitig über den Haufen geballert? Ah, scheiße, jetzt kommt er natürlich angeschissen, ne? Jetzt kommt er natürlich angeschissen und... mit den Raketentypen da. Genau, Sammler, überfahr die bitte. Hallo? So, sehr gut. Och, der Turm ist weg. Ja, komm. Ey, 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 ey. Nix da, Leute. Danke, Flammenwerfer. Nö, 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 nö. Leute, was ist das für eine Mission? Ja, diese Mission, die habe ich noch in Erinnerung, dass sie ziemlich beschissen ist. Das ist eine Scheißmission, Leute. Kann ich euch jetzt schon sagen. aber ich muss das hier irgendwie hinkriegen. Ist halt, die Nordics, die kommen halt da direkt angeschissen. Und, ja, natürlich. Klar. Die kommen halt direkt angeschissen. Was soll ich da noch lange rummachen? Ich muss direkt den Verteidigungstürme aufbauen. So, und dann würde ich sagen, baue ich jetzt einfach mal 5 Schützen. Baue einfach mal 5 Schützen. Ich werde mich nämlich jetzt hier so ein bisschen einmauern, liebe Leute. So, die 5 Schützen werde ich brauchen. Tatsächlich. Und mit denen kann ich dann da oben diese Raketentypen platt machen. Ballert euch aber nicht wieder selber über den Haufen, ja? So, dankeschön. Das war doch besser. Und... ja. Liebe Leute, da würde ich sagen, speichere ich das Ding nochmal. Mission 11. GDI. Ach, und dann freue ich mich, dass ich endlich mal wieder Let's Playen kann. Also die Lösung des Soundproblems, das hat schon echt an meinen Nerven gezerrt. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen, weil, naja, wenn man nicht aufnehmen kann wegen so beschissenen Soundproblemen, ist das echt nervig. Wenn man sich das an einem Freitag echt vornimmt und es dann nicht klappt, wegen so einer Mist, ja, das kann schon echt nervig sein.
So, ihr schießt bitte auf die Raketenwerfer. So, jetzt kommt er nämlich hier wieder angeschissen. So. Jetzt habe ich hier. Haha. Und zack. Und auf die Raketenwerfer. Puh. Das haben wir schon mal verteidigt. Das ist doch nicht schlecht. Gut, speichern, Leute. Wir könnten es ja. Und, ja. Ist ja auch logisch, dass die Sachen hier schwerer werden. Ich meine, ach nee. Ist noch ein Raketenheini. Ist ja auch logisch, dass die Sachen hier schwerer werden, weil es ist ja mittlerweile auch schon Mission 11. Der GDI-Kampagne, ne? So. Sammler, sammel bitte schnell. Ich hätte mich hier ein bisschen weiter nach rechts aufbauen sollen, ne? Ja. Gut, was sollen wir da machen, Leute? Ich bin mir auch momentan, bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich hier groß auf die Orcas setzen soll. Weil ich glaube, mitbekommen zu haben, dass die Noddies, die haben nämlich in jeder Mission haben die Flaks. 4 Flaks. Und das ist doch mal mega nervig. Ah, nächste Geschützturm hier, los. Ich muss mich echt mit den Dingern einmauern, ey. Das ist so krass. Ah, habe ich noch genug Energie dafür? 15. 10, ja, passt sogar. Geil. Leute, geil, geil, geil. Okay. Gut. Ja, jetzt ist es gerade ruhig. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Weil das meistens bedeutet, dass der Gegner irgendwas vorhat. No mercy. Genau. Mercy is for the weak. Aha, seht ihr das? Da kommt er nämlich mit dem Buggy an. Und hier, ihr könnt mal diese hier platt. Und ein Gummipanzer. Seht ihr das, Leute? Der hat einen Gummipanzer, der Sack. Der Sack hat einen Gummipanzer, aber den kriegen wir mit gemeinsamen Kräften, kriegen wir den platt. Zack. Sehr gut, Leute. Dann seht ihr hier das nächste Problem. Die Kohle hier ist endlich. Und? Schaut mal, was da halb aus dem Schatten ragt. Ein Flammenwerfer. So, dann haben wir hier die Radar. Kommt jetzt eine Waffenfabrik. Oh, ein Radar zu haben ist schon mal echt von Vorteil. Wobei hier echt bald die Kohle ausgeht, ne? Da muss ich mich drum kümmern jetzt bald mal. Dass wir hier die Türme wegkriegen. Ich glaube, das nächste Erzfeld, Tiberiumfeld ist nämlich da. Und das müssen wir uns holen irgendwie. Och, Leute, das ist doch jetzt echt mal wie gemein. Lass meinen Sammler in Ruhe. Immer auf den Sammler. So. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Der Drecksflammenpanzer. Ja, klar. Toll. Scheiße. Raxirus, komm. Ich hab noch einen Sammler hier. Ey. Nein. Das ist... Was soll das denn, Leute? Das war zu heftig. Oh. Und ihr seht, mein Timer ist wieder weg. Warte mal, dann mache ich mal kurz meine Uhr an. 10 Minuten. So. Ja, Leute. Die Raffinerie. Hä? Habe ich das nicht nochmal abgespeichert? Naja, komm. Egal. Dann werde ich das anders machen nach der Raffinerie. Dann werde ich das definitiv anders machen. Der kommt da ja mit Flammenpanzer und so angeschissen. Übelst heftiges Tempo in der Mission, ja. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Und, ja. Leute, Leute. Nicht ohne. Ganz und gar nicht ohne. Wisst ihr was? Ich werde das, glaube ich, so machen. Werde jetzt Raxirus bauen. 5 Stück.
Auch wenn die extrem teuer sind. Aber die kosten 500 oder so. Nee, 300. 1500 für so scheiß Manneken. Ja, aber was soll ich machen? Ich brauche die Dinger. Der kommt ja gleich mit Gummipanzern und so an. Das ist echt nicht mehr normal. Was hier wieder hier ankommt, ne? So, aber die Sammlerladung sollte doch jetzt ausreichen, um mir zumindest mal diese 5 Manneken hier zu beschaffen. Genau, und die Maus geht mir gerade auch auf den Piss irgendwie. So, ha! Aha! So, Leute. Da kommt er wieder. Auf die Raketenwerfer. Und hier auf den. Los. Oh, ich habe nämlich den Turm noch gar nicht gebaut hier. So, aber das passt. Das passt sehr gut, Leute. Da ist der Gummipanzer. Was zur Hölle? What the hell, Leute? Was zur Hölle? Ah, baller die ab hier. Und ihr helft mal bitte gegen den Gummipanzer. So. So, jetzt kommt der Gummipanzer. Und macht ihn kalt. Boah. Puh. War schon ein ordentlicher Angriff, ja. Das war schon ein ordentlicher Angriff. Gut. Dann haben wir aber das hier. So. Den haben wir aber. Alles klar. Speicher das Ding nochmal. Ich will das jetzt nicht immer neu starten müssen hier. So. So, da kommt er mit Flammenwerfern. Die halten aber auch nichts aus, die Türme, ne? So. So. Wartet mal. Eie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 
diese Waffenfabrik bauen. Ja, Leute. Geldmittel unzureichend. So. Den Sammler werde ich nämlich danach dann reparieren. Werde ich nämlich noch eine Werkstatt bauen. Die werde ich dann... werde ich dann wahrscheinlich... Ja, ich werde diesen Turm weiter nach vorne setzen. Ding, ding, ding. Genau. Ja, das reicht aber nicht, ne, die Kohle. Und ja, Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Beim guten alten Quantic Conquer Remaster. Wie wir jetzt hier weiter als GDI die Bruderschaft von Nordplatt machen. So. Genau. Und ja, bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt hier weiter meistern. Ich meine noch in Erinnerung zu haben, dass es jetzt langsam aber sicher extrem schwierig wird. Das daran erinnere ich mich noch. Und ja, was macht ihr denn da? Bring doch die Kohle rein, Mann. Ja, da passt aber sehr schön. Gut, Leute, dann nippe ich mal an meinem Kaffee hier. Ich habe hier ein Latte Macchiato stehen. Vom Lidl, Kaltkaffee. Richtig lecker. Ach, so. Und ja, liebe Leute. Ja, ich weiß, viele Leute, die finden das unnormal, dass ich hier kalten Kaffee trinke. Aber Leute, das muss sein. So, dann baue ich mal ein paar 5 Panzer und schicke den vor allem... Na, Moment. Mach mal Pause. Reparier mal den Sammler, weil ein kaputter Sammler ist ein Scheiß-Sammler. Ist einfach so. Gut, dann haben wir das ja. Hallo? Ey, speicher das doch. So. Mission 11 GDI. So. Da haben wir nämlich tatsächlich auch nur noch 2 Minuten in dieser Folge. Ist die Zeit schon wieder voll. Es geht so schnell. Gut. Kann auch daran liegen, dass ich jetzt mittlerweile auf 25 Minuten Folgen umgestiegen bin. Aber, ja, muss halt sein, ne? So, der andere Sammler bringt schon Kohle rein. Das ist sehr gut. Den könnte ich jetzt eigentlich so lassen, aber... Nee, Leute, ich repariere den lieber voll. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's sehr gut. Auch in Anbetracht dessen, dass ich morgen wieder arbeiten muss, leider. Ihr habt gehört, Sonntagabend, aber... Ja, mein Gott. Ich kann wieder für euch aufnehmen. Ist das denn nix? Und ich habe meinen ersten Panzer. Oh mein Gott, wir können uns langsam oder aber sicher aufbauen hier. Wartet mal, dann verkaufe ich mal diesen einen Turm. Und werde ich nämlich hier hin gleich oder werde ich die hier hin machen? Ne, ich werde die hier hin machen. 4 Hubschrauber. Aber erstmal werde ich mir so einen Grundstock an Kampfpanzern zulegen. So. Aber 3 reichen. Keine 5. Das ist erstmal übertrieben. Und genau, da kommt er nämlich mit Gummipanzern an. Seht ihr das? So, Druff da. Los. Los, Druff da. So. Alle helfen hier. Los. Alle helfen. Alles klar, Leute. Das haben wir geschafft. Ach, da ist auch meine Uhr schon. Was zur... Ey. Wartet mal, Leute. Nö, lass den mal reinfahren. So, schön drüber fahren. Sehr gut, Sammler. Die Scheiße mache ich jetzt nämlich noch weg hier. So. Und die sind repariert. Und dann kann ich schon mal die Heliports in Auftrag geben. Genau, Leute. Gut. Dann würde ich mal sagen, in Anbetracht dessen, dass die Folge voll ist. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde ich mich sehr freuen und lasst auch die Glocke läuten und erzählt den Kanal gerne weiter. Und ja,
bis hier weiter geht's dann beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich, und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.